Da sind wir wieder bei Let's Play Crash Bandicoot. Nein, besser gesagt, wir sind immer noch in Uncharted 4, haben es letztes Mal, glaube ich, durchgespielt, oder zumindest sah es danach aus. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier nochmal Crash Bandicoot spielen. Wir spielen offenbar gerade darum, wer den Papierkram macht. Und deswegen werden wir das jetzt auch nochmal machen, eine kleine Runde Crash Bandicoot. So, weiter geht's. Oh, da habe ich einen Apfel übersehen. Mist, hoffentlich kommen wir diesmal ein bisschen weiter. Bei diesen Gruben, wo man mehrmals springen musste, da kam ich irgendwann nicht mehr weiter. Mal sehen. Und ich bin auch richtig gespannt, wie weit wir kommen, aber ich glaube, dieses Mal wird es erst eher an der Zeit liegen. Wow, 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 wow. Sachte, hey, 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 sachte. Oh Gott. Nee, das öffne ich jetzt mal nicht alles. Mir geht es nur darum, weit zu kommen. So weit, wie es geht. Wow. Ah, bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Die Frage ist, wie weit kann man kommen? Das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Oh, so langsam holt mich der Stein ein. Nicht gut. Und die Zeit ist gleich rum. Oh, die Zeit war rum. Okay, dann probieren wir es nochmal. Ach komm. Wir geben jetzt mal einen Shit auf die Äpfel. Ich will nur gucken, wie weit wir kommen. Diesmal wäre eine ganze Minute oder mehr. Das heißt, wir kommen mit Sicherheit noch weiter. Oh, okay, das habe ich jetzt nicht mitberechnet. Das tut mir leid. Unser letztes Leben. Und nochmal direkt los. So, los geht's. Ja, wir kriegen das schon hin. So, sachte. Das kriegen wir hin. Wow, wow, wow. Man muss das immer genau abpassen. Ha, das ist nicht so einfach. So. Ich finde das auch übrigens sehr cool gemacht, dass sie sowas eingebaut haben in dem Spiel. Wow, nein! Och, Mist. Schade, das war's schon. Hm. Aber besser als beim letzten Mal. Glaube ich. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oh, ein Hund. Nee. Nee. Das fasse ich jetzt nicht. Ich fasse das nicht. Das fasse ich ja nicht. Epilog. Okay. Okay, dann wird es doch nochmal eine ganze Folge. Ich dachte echt, wir zocken nur noch eine Runde Crash Bandicoot. Hammer. Old school. Altmodisch. Ja, PlayStation 1 ist ja für selbst für uns schon Crash Bandicoot sehr alt. Das stimmt schon. Was sind wir denn hier? Sieht auch so tropisch aus irgendwie alles. Oh, ey. Kleine, du musst aber mal aufräumen hier. So geht das nicht. So good. Okay. Also, ich habe jetzt eine Vermutung. Ist das jetzt deren Tochter? Boah, ich würde so abgehen, wirklich. Wenn das jetzt wirklich deren Tochter ist, dann gehe ich ab. Das ist ja Wahnsinn. Ich hoffe, weil irgendwie würde ich es total abfeiern. So, dann gehen wir mal hier erst noch gucken. Nehmen wir uns mal in dem Haus ein bisschen um. Oh, das ist der Hund. Dad? Anyone? Juhu. Tja, Mom und Dad scheinen nicht da zu sein. Oh, that looks beautiful. Tatsächlich. Tatsächlich. Das haben wir uns ja schon mal angeguckt. Hm. Oh. Das ist wirklich ihre Tochter. Oh, wie schön. Oh, es ist toll. Es ist so gut. Oh, guck mal da mit dem Hund und Sorry, Sully. Sully. Und Sully. Wow, und Sam. Sam looks so young. Sam auch dabei. Wow, Von Naughty Dog. Was für ein geiler Epilog. Hammer. Das heißt, wir sind noch nicht zu Ende hier mit dem ganzen Zeug. Das heißt, wir gucken uns erstmal noch auf jeden Fall weiter um. Oh, ist das Hammer. Oh, ist das Hammer, wirklich. Also mit sowas hätte ich im Leben nicht gerechnet. Ich hätte damit gerechnet, dass vielleicht Nate stirbt. Oder wir so ein typisches Happy End haben. Wo ich damit am wenigsten gerechnet habe. Oder, dass man jetzt wirklich... Ich dachte für einen kurzen Moment, dass es vorbei wäre, als Elena und Nate auf dieser Bank saßen. Aber,
Okay, also hiermit hätte ich wirklich um Längen nicht gerechnet. Warte, der Hund will uns irgendwas zeigen, aber ich gucke noch mal kurz da hinten nach. Da war nämlich noch ein kleiner Raum. Hier gucke ich erst noch mal nach. Oh, ich schätze aber nur, im Klo zu sein. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier lang, erst wo der Hund ist. Und sehen uns mal an, was er uns zeigen will. Mich würde mal interessieren, wie der heißt. We should totally throw a party in here. Ach, bestimmt Victor, oder? Weil es ja, Nate hat doch mal gesagt in einer Szene, ich hole mir einen Hund, wenn das alles vorbei ist, und den darf ich den Victor nennen. Oh, so cool. I need to ask Mom to borrow this one again. Ach so, eine Einmalkamera, okay. Haben wir sonst noch irgendwas Cooles? Weiß ich nicht. Der Hund liegt erstmal auf dem Sofa. Das ist lustig, das ist bei meinem Hund genauso. Der liegt ab und zu auch mal heimlich auf dem Sofa, wenn gerade keiner guckt. Das ist eine faule Sau. Ach, die Musik kennen wir ja noch. Hier, das war ja diese Musik, die wir hatten in... Oh, der Hund ist weg. Da waren wir nämlich gerade im 4. Kapitel, ein normales Leben. Wir haben ja dann erfahren, was daraus geworden ist. Aber jetzt scheinen sie das erste Mal ein normales Leben zu haben. Was mich interessieren würde, ist, weiß sie das wohl? Die ganzen Abenteuer mit Nate und so? Ich meine, jetzt mal im Ernst, wenn sie das rausfinden würde, was würde sie dann rausfinden? Um ehrlich zu sein, sie würde rausfinden, dass Nate ein absolut brutaler Killer ist. Muss man doch einfach mal sagen, wie viele Leute der getötet hat. Ich meine, wenn man erstmal hört, so, okay, also dein Dad und deine Mutter sind total große Schatzsucher gewesen. Okay, das klingt ja erstmal cool. Aber wenn du dann sagst, ja, da waren Bösewichte und wir haben sie abgeknallt mit Schrotflinten und Raketenwerfern, okay. But just this one. Auch wie man das einfach kennt, ne? Nur das eine. Ja, komm. Einen kriegt er noch. Alright. Aber dann ist gut. But this is the last one for today. Okay? So, jetzt ist auch wirklich gut. Nee, jetzt ist gut. Das kennt man schon. Ich glaube, jeder, der einen Hund hat, kennt dieses Gefühl. Was haben wir denn hier? Ein Brief? Umdrehen? Ach, wie cool. Look at these two. Sam und Sully sind offenbar jetzt Kumpels geworden. Bin ich ja mal gespannt. Wir sitzen in einem kleinen Café in einer belebten Straße von Havanna und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag, niemand verfolgt uns, der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenem Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte, nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam daran, dass du die Wette verloren hast gegen uns beide. 12 Monate rauchfrei, Tendenz steigend und ich bin in Kuba. Verdammt nochmal, ich war also ein braver Junge. Oh, Sully hat aufgehört zu rauchen? Ah, das glaube ich ihm noch nicht ganz. Wie auch immer, grüß die Mädels von uns. Sag Casey, okay, wir heißen offenbar Casey. Sag Casey, sie soll schon mal den, das, was? Backamon-Brett? Backamon? Ich weiß es nicht. Backamon-Brett rausholen. Ich will meine Revanche. Ich freue mich, euch alle in ein paar Wochen zu sehen. Dein Kumpel Victor. Sehr cool. Muss ich ja sagen. Here we go. Na, was zu essen. Wenigstens was Gesundes. Zwischendurch sollte man, wenn man zwischendurch Hunger hat, greift nicht zu Süßigkeiten. Das ist ganz schlecht. Weil dann wird das zur Gewohnheit und dann kann das fatal enden auf die Jahre gesehen. Dann lieber was Gesundes essen. So, dann wollen wir doch mal draußen gehen. Ich bin nämlich sehr gespannt, wo wir sind, dass das alles so tropisch aussieht. Off she goes. Tatsächlich, wir sind hier irgendwo in den Tropen. Da hat sie einfach mal den Apfel weggeschmissen. Oh, was haben wir denn hier? Taj Mahal, here I come.
Just a few more weeks. Aha, die wollen also nach Indien reisen. Die Welten sehen, den Bedürftigen helfen. Ein Monat voller Abenteuer. Sieh die Wunder Indiens mit eigenen Augen. Tauche ein in die reiche Kultur des Landes. Erkunde uralte Tempel, falsche auf den Märkten und besuche zum Abschluss das berühmte Taj Mahal. Zusätzlich verbringst du einen Monat in einem Waisenhaus in Dehradun, um Englischunterricht zu geben und mit den Kindern zu spielen. Ein aufregendes und unvergessliches Erlebnis. Cool. Und die Musik auch. Wer es erkennt, das ist das Main-Theme von all den Teilen, nur noch mal ein bisschen umgeändert. Ah, perfect day. Now all we need is the rest of our boat crew. Boah, wie sehr ich... Oh, das Auto ist auch mal hier. Were abducted by interdimensional beings. Or maybe they just walked to the store. Was ich cool finde, ist, die ganze Gegend hier, ey, jetzt mal im Ernst, welches Kind hätte sich sowas nicht mal gewünscht, an einem Strand zu wohnen? Wie geil ist das denn? Vielleicht nicht unbedingt in einer Gegend, wo vielleicht viele Tsunamis sind, aber so wie in Thailand oder so. Aber ansonsten hätte ich da richtig Bock drauf. An so einen richtig tropischen Strand wollte ich auch schon immer mal. Das werde ich auch auf jeden Fall nochmal irgendwann machen. So, mal gucken, da ist ein Boot. Hier haben wir noch was anderes. Okay. Wie cool das ist. Gucke ich mir jetzt erstmal das Boot an. Da ist nämlich der Hund. Aber wo sind die Eltern? Wo sind Elena und Nate? Die ich mir als Eltern überhaupt nicht vorstellen kann. Okay. Elena vielleicht noch, aber nicht Nate. Hey, Vicky. Süß. Oh. Okay, girl. Where's Mom and Dad? All right, go find them. Go. Really? Fine. I'll find them myself. Okay, sie findet es irgendwie nicht. Das wäre mein Hund genauso. The food's all here. Ach, die wollen offenbar Hochseeangeln gehen, oder was? Na gut, bietet sich hier natürlich sehr gut an. Boah, sieht das Hammer aus. Aber was ich auch mal kurz anmerken möchte, weil das hier wahrscheinlich wirklich das letzte Level ist. Ich finde aber, grafisch hat Libertalia absolut nichts getoppt. Libertalia war am heftigsten. Das war der absolute Wahnsinn. Also Libertalia war Hammer. Ich gucke jetzt zwar nochmal rum, aber ich glaube nicht, dass sie hier nochmal Schätze irgendwie versteckt haben. Das glaube ich jetzt nicht für den Epilog oder so. Hier können wir auch nicht weiter. Gut, dann gehen wir mal in diesen Schuppen rein. Vielleicht sind sie ja hier. Mich würde auch mal interessieren, was das hier ist. Ist das so eine Art... Ja, soll das die Garage ersetzen? Oder was genau soll das sein? Kommt hier vielleicht... Hier sind hier vielleicht irgendwie Werkzeuge drin oder so. Mal gucken. And not here either. Okay, I guess I'll just wait then. Oh nee, das sieht mir eher nach einem Arbeitszimmer aus von den beiden. Von ihren Abenteuern. Die sie jetzt noch gemacht haben, wo wir nicht dabei waren. Okay, das sieht gut aus. Da haben sie offenbar wieder irgendein Artefakt gefunden. Was haben wir hier noch? You figured it out. Mhm, irgend so ein Maya-Rätsel sieht irgendwie danach aus. Was haben wir denn hier alles? Oh, yeah, I was hanging out with Sully for this one. Hm? Was haben sie hier noch? Oh, this was definitely my favorite dig. I remember that one. Oh, da sind sie in Ägypten gewesen, an der Sphinx. Da waren sie tauchen. Also das sind so viele coole Details und ich kenne keine Marke, die das so macht. Das ist wirklich Hammer. Got the search area narrowed down quite a bit. Mhm, die suchen also schon wieder irgendwas. Hammer. Und was haben wir hier? So goofy. Adventure Life.
Ach nee, Adventures Life, das haben wir doch mal gefunden in dem Haus der alten Dame, wer sich noch erinnert. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die hieß. Treasure Hunting. Und was steht da noch? Runs in the Family. Ja, okay. Schatzjagen steckt in der He left his Familie. keys. Scheint wohl so. He left his keys. Oh, ist da so ein geheimer Schrank oder was? Ich möchte mich mal kurz nochmal hier umgucken. Oh, hier ist seine Taucherausrüstung. Was haben wir denn hier? Sully und Elena. Auch gut. Das sieht schön aus. Da bin ich mal auch gespannt, wie Elena und Nate jetzt aussehen. Bestimmt ein bisschen gealtert oder so. Und ob die überhaupt noch vorkommen, weiß ich ja auch nicht. Oh, was ist wohl in diesem Schrank drin? Ich bin sehr gespannt. There's no way. It's just no way. Ach nein. Alles aus seinen alten Abenteuern. Da sind alle vier Teile drin, seht ihr das? Das ist ja Wahnsinn. Wie geil ist das denn bitte gemacht? Oh, Naughty Dog, jetzt habt ihr noch ein, noch mal ein. Boah, jetzt habt ihr mich noch mal beeindruckt. Oh, zweiter Teil. Das kennen wir ja noch. Wir hören auch wieder die Musik. Uncharted 2 Among Thieves. Oh ja, so ein toller Teil. Hier haben wir noch was aus dem dritten Teil. Ich höre jetzt wieder eine Musik. 16th century. Where is this from? Ja, da hören wir wieder die Musik. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sobald ich die Musik höre, habe ich jetzt schon wieder Bock auf die alten Teile. Kinda creepy. Kinda Das war cool. aus dem ersten Teil, ja. Was haben wir denn noch so? Da haben wir noch was. Pirate coin. I know Ja, it's an Avery Henry sigil. Averys Wait, is Golddublone. it Avery sigil? Tja, wenn du wüsstest, was das letzte Abenteuer deiner Eltern war. Oh, und hier ist noch. Oh, wer erinnert sich Is da noch that dran? Mein erstes Let's Play, bullet Uncharted hole? Drake Schicksal, der erste Teil. Da ist noch die Einschusswunde von dem, Einschusswunde. Das Einschussloch von, dem Tagebuch, was, Sully das Leben gerettet hat. Wisst ihr noch? Sir Francis Drakes Tagebuch. Das war echt gut. Und was haben wir da noch? Ich glaube, das ist die spanische Golddublone, oder? Aus dem ersten Teil. Die haben wir ja in einem A U-Boot Spanish gefunden. doubloon, but from where? In einem U-Boot, in einem deutschen U-Boot im Amazonas. Und was haben wir hier noch? Dismas Kreuz. What is this? Tja, darum ging es ja die ganze Zeit. Genau, und hier, oh Mann, jetzt kommt der Patronengurt. Mal gucken, was sie dazu sagt. Das interessiert mich jetzt wirklich. Oh, nice, gun holster, Dad. Haben wir noch was? Habe ich was übersehen? Tatsächlich, da. Oh, Cassandra Morgan. Das Buch Hello. seiner Mutter. Okay, ich lese das einfach mal vor. Ach genau, Evelyn, so hieß die alte Frau da, die da am Herzinfarkt gestorben ist. Evelyn hat einem Sammler eine Erstaufgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollten sich die Reichtümer des Paradieses beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also wo ist er? Wir müssen seine Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die
Jung I Savai oder wo auch immer die heißt. Bildunterschrift Joseph Burns. Kartenunterschrift letzte bekannte Sichtung. Notiz über den Brief. Was sind das für Markierungen? Wollen wir mal gucken, was da noch so drin ist. Whoa. Henry Avery. The Gunsway Heist. Wait, did you go looking for Avery's treasure? Evelyns Exemplar von Schauplatz der englischen Seeräuber enthält Abschnitte, die ich in späteren Ausgaben nicht gesehen habe. Wenn ich seine Route nachverfolgen kann, kann ich vielleicht herausfinden, wo Averys Schatz sein könnte. Henry Avery lebte von 1659 bis 1699. Bekannt als Benjamin Bridgman, Long Ben, Piratenkönig, der Erzpirat, Siegel. Hat das Mogul-Schatzschiff Gang I Savai überfallen und ist mit einem millionenschweren Schatz verschwunden. Hat sich vielleicht mit anderen Piraten in Madagaskar zusammengeschlossen, um die Schiffe anzugreifen. Muss Thomas Two im Kampf getötet, Richard Wand, William Mays und vielleicht noch andere überprüfen. Oh ja, wir wissen jetzt, er hat sich mit einigen der bekanntesten Piraten zusammengeschlossen, genauso wie Anne Bonny und Baldrige und so weiter. Schauplatz der englischen Seeräuber ist bekannt dafür, voller Ausschmückungen und Lügenmärchen zu sein. Aber auf diesen Seiten ist mehr Wahrheit zu finden, als die Leute ahnen. Wo ist er hin? Oh, ist aber viel zu lesen. Karte? Keine Ahnung. Das Schiff, auf dem Burns war, wurde durch einen Sturm vom Kurs abgebracht und sie wurde von den Spaniern in Panama gefangen genommen. Pech. Avery war gut darin, seine Spuren zu verwischen. Oh ja, das haben wir gemerkt. Ich habe das Gefühl, ich bin hier auf dem Holzweg. Die beste und einzige Hoffnung, Averys Schatz zu finden, ist ganz klar unser Freund Burns. Zeit, sich über Panama zu informieren. Kartenanmerkung im Uhrzeigersinn von oben rechts. Meeresstraße, Bab Almand Bab, keine Ahnung, Gang I Savai Raub. Insel Runyon, wurde der Schatz hier geteilt? Treffen mit Adam Baldrige. Insel Ascension, weiterer Proviant. Nassau. Nassau ist der berühmteste Piratenhafen der Welt. Unter dem Schutz von Governor Nicholas Trott untergebracht. Untergetaucht. Schottland, 1699, letzte bekannte Sichtung von Avery. Ja, da waren wir ja auch. Schottland. Mann, ist das lange her. Und Nassau. Wer hat Assassin's Creed 4 Black Flag gespielt? Erst daher wusste ich das. Nassau ist tatsächlich der bekannteste Piratenhafen gewesen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das überhaupt jetzt alles haben wollt, aber ich meine, ich würde es gerne lesen, aber sonst machen wir es anders. Ich glaube, sonst dauert das hier noch zu lange. Ihr könnt ja auf Stopp lesen, Stopp drücken, den es noch interessiert und das lesen. Deswegen gehe ich jetzt auch mal langsam runter, sodass ihr alles lesen könnt. So. Wer es lesen will, guckt sich das einfach an. Das Foto können wir uns aber nochmal angucken. Ich bin gespannt, welches Foto das ist. No way. Ach, das, wo wir im Dings waren. In dem Haus. Wer erinnert sich noch? Gut, dann mach ich mal weiter, weil sonst dauert das hier noch viel zu lange. Ich glaube, wir sind schon bei einer halben Stunde oder so. Großes aus kleinen Ursprüngen. Genau. Sir Francis Drake, genau, den haben wir ja gesucht. What's this? Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. E? Ist das Elena? Könnte sein. Wir gucken mal. Oh, der erste Teil. Der erste Teil. Wer erinnert sich noch an Uncharted Drakes Schicksal? Oh, shit. Oh, jetzt kommen die. Ich bin gespannt, wie sie aussehen. Hey, there you are. Hey. Been looking for you. Oh, der sieht älter aus. What are you doing in here? Looking for you guys. Come on, we loaded up the boat. It's ready. Cool. I'll catch up with you guys in a sec. Why? I just need to, What's up, Cassie? Okay. Don't be mad.
I said don't be mad. Keys. So, what did you see? Nothing really. Well, just that photo of you two and Sully. With a bunch of Spanish-looking treasure. And a shotgun. Yeah. Huh. This is bound to happen sometime. Maybe we should just tell her. She's not ready for it. Ready for what? All that crazy shit in there? Language. Yeah, language. Sorry. But you guys are literally keeping skeletons in your closet. Or at least a silver skull of some kind. No, I don't think I'm ready for this. Really. Nate, it's time to have the talk. Yeah, it's totally time. Wait, which talk are we talking about here? She's just a kid. She's older than you and Sam when you started all of this. That is different, and you know it. Okay, look, if you guys were into some shady stuff, it's totally cool. But I think I'm old enough to know about it, right? Old enough? How old are you again? Haha, funny. Mom? All right. Well, let's see. For me, it started when this guy called me up with a scoop on a massive historical find. It sounded like a complete fraud. Yeah, handsome fraud. No, I hadn't even met him yet. She knew. She knew. So this fraud says, if you fund the trip, then I'll give you the coffin of Sir Francis Drake. And for the record, I totally delivered. Yeah, you delivered us into the hands of Indonesian pirates. No, come on, you know I had nothing to do with that. Okay, guys, time out. You're saying that you were attacked by pirates after you found the coffin of Sir Francis Drake. Is that right? Yeah, that's pretty much right. Bullshit. Language. Crap. Better. All right, so keep going. You know what? The sun is up, boat's ready, wind is just right. You want to continue the story? I say we do it on the water. Come on. Well, wait, what did Francis Drake look like? Was it gross? Actually, he wasn't in there. Yeah, just his journal with a map to El Dorado. The city of gold? That's the legend. Turns out it was just a statue, a cursed statue. No way, seriously? Yeah, seriously. But I'll get back to that later. See, the map led us to the... Wie die Zeit doch vergeht. Da habe ich ja selber ein bisschen Angst vor, muss ich ja wirklich sagen. Ich habe noch viel vor mir, aber in dem Alter von 50 zu kommen... Oh. Und wir haben es geschafft, den letzten Teil Uncharted 4 Thieves End bei Neil Druckmann gemacht. Diesmal ja nicht von Annie Hemming. Wer weiß, wer Annie Hemming war. Das war die Game Directorin, die ersten drei Teile gemacht hat. Dann gab es aber Stress bei Naughty Dog und dann hat Neil Druckmann jetzt den letzten gemacht. Das ist ja der Macher von The Last of Us, was wir auch noch zocken werden. Aber dazu komme ich irgendwann später mal. So, und jetzt möchte ich mich mal endlich aussprechen. So. Erstens mal, zu das, was ich glaube ich zuerst sagen muss, ist, und auch zum letzten Mal, ich weiß, ich habe es tausendmal gesagt, aber noch einmal noch, was hat mich richtig weggehauen? Es war die Grafik. Die Grafik war der absolute Wahnsinn. Das ist, glaube ich, das Beste, was man bis jetzt auf Konsole kriegt und auch noch in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich. Obwohl die Entwicklung da ja auch sehr schnell ist. So, was möchte ich noch sagen? Das Gameplay, muss ich sagen, fand ich bis jetzt sogar am besten in dem Teil, weil... Das Gameplay wurde ja immer in jedem Teil ein bisschen verändert, dieses Mal aber sehr. Und ich mochte es sehr, weil das Pacing hat diesmal am besten gepasst. Das muss ich auch mal sagen. Mit Pacing ist ja gemeint, wann zum Beispiel im ersten Teil und in den ersten drei Teilen war das ja eigentlich sehr gut immer abgepasst. Vielleicht im ersten noch nicht ganz, aber im zweiten und dritten. Wann mal Geballer kam. Wann sollte mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Wann sollte mal ein Rätsel kommen. Das war ja alles immer richtig gutes Pacing.
Obwohl es in den alten Teilen, fand ich immer wieder mal ein paar Szenen gab, wo man gesagt hat, ach, jetzt echt noch ballern, ernsthaft, noch mehr Söldner, können wir es jetzt nicht mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und das war in dem Teil wirklich cool. Ich hatte nie irgendwie das Gefühl, jetzt ist irgendwie mal ein Gefecht zu lange oder ein Rätsel zu schwer oder was auch immer. Obwohl ein Rätsel war, oh, das war unglaublich schwer. Aber das habt ihr ja nicht gesehen. Das war in Madagaskar, als mir die Aufnahme abgekackt ist. Naja, aber ich muss auch sagen, wo waren wir jetzt schon wieder überall? Was mich auch so beeindruckt hat, war, dass sie es echt nochmal geschafft haben, uns überall wieder in Gegenden zu bringen, wo wir vorher nie waren. Also man muss ja wirklich sagen, wir waren ja im dritten Teil schon unglaublich viel unterwegs, aber jetzt waren wir in Schottland, wir waren in Italien, wir waren in Madagaskar, wir waren, waren wir noch überall? Dann waren wir in Panama auch mal kürzlich, wo wir im Gefängnis waren, wir waren in Spanien. Oh Gott, wo waren wir denn noch überall? Muss ich mal gerade echt überlegen. Auf jeden Fall waren wir dann noch auf der Insel, ne, mitten auf der Insel. Oder auf zwei besser gesagt. Und ja, auch der neue Bösewicht, Rafe und Nadine, haben mir beide sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es die besten waren. Denn ich fand ehrlich gesagt Zoran Lazarevic aus dem zweiten Teil auch noch richtig genial. Habe ich sehr gemocht, den, aber ich glaube, Rafe fand ich schon ein bisschen cooler. Ich weiß es nicht. Was ich krass finde, ist, dass Nadine, also dass wir diesmal nicht alle Bösewichte umgebracht haben, sondern sogar einer überlebt hat. Weil sie nachher das Richtige gemacht hat. Wir haben mehrere Millionen, dann haut man doch lieber mit ein paar Millionen ab, als Milliarden zu bekommen und dann dabei aber drauf zu gehen, was ja letztendlich auch passiert ist. Das muss ich auch nochmal ankündigen. Oh, also mein absolutes Lieblingslevel war jetzt das Endlevel. Einfach nur wegen dem Kampf mit Rafe, weil das war so eine coole, sag ich mal, so ein cooler Hint, so darauf auf Avery und Two, dass die beiden sich ja umgebracht haben, fand ich Hammer, ich hatte immer Bange. Auch der neue Charakter Sam, sein Bruder, war auch richtig cool inszeniert, muss ich auch sagen, war ein unglaublich guter Charakter, ich habe ihn sehr gemocht, er war auch sehr glaubwürdig geschrieben. Er wurde übrigens gesprochen von Troy Baker, wer das nicht weiß, den, das ist ja nach Nolan North, der ja immer Nathan Drake spricht, der bekannteste Synchronsprecher überhaupt, glaube ich, im Gaming, weil er Joel in The Last of Us gesprochen hat, da werden wir auch nochmal drauf zurückkommen. Was, glaube ich, auch wichtig ist, die Story war natürlich wieder Hammer, vor allem, weil jetzt so unglaublich viel, diesmal war es ja nicht nur, ging es ja nicht nur darum, dass wir den Schatz finden, sondern eher darum, diesmal waren es ja andere Gründe, dass wir dachten, dass Sam in Gefahr ist und so weiter. Ja, und das fand ich Hammer, dass sie jetzt mal viel mehr auf die Vergangenheit von Nate eingegangen sind. Jetzt wissen wir alles über Nate und ich fand es einfach nur Wahnsinn. Und ja, wie man ja gemerkt hat, der Teil war auf jeden Fall deutlich länger. Es war eine sehr lange Reise, ich glaube 14, wenn nicht sogar 15 Stunden waren es diesmal. Wobei man ja sagen muss, in den alten Teilen ging es nach, auch keine Ahnung, die waren vielleicht 9 oder 10 Stunden lang. Es könnte übrigens sein, dass ich die ganzen Credits überlabe. Ne, also... Special thanks, all of the Naughty Dog friends and family. Auch cool. Oh, da steht's nochmal. Amy Henning. Auch wenn's da Stress gab, aber Amy Henning haben sie nochmal gemacht. Oh, Leute, super. Das ist super von euch, auch wenn's da Stress gab. Sie war die Erfinderin von Uncharted. Ja, und mit der Musik muss ich mich leider dann auch verabschieden, so ein bisschen. Weil ich muss sagen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr Uncharted mein Lieblingsfranchise ist. Und Uncharted wird es auch wirklich immer bleiben. Ich bin mir sicher, Naughty Dog macht noch super gute Spiele und da kommt auch noch einiges. Aber Uncharted wird im Herzen immer meine absolute Lieblingsserie sein, weil sie einfach... Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe mit den Charakteren gelebt. Weil wenn man bedenkt, wie lange das her ist, wann habe ich den ersten Teil damals gespielt? Das war 2011. Wir haben jetzt schon 2016, das sind jetzt 5 Jahre gewesen, die wir gewartet haben. Es ist wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, weil ich komme da immer noch nicht so drauf klar. Ich kann es auch noch gar nicht so richtig realisieren, dass wir fertig sind mit Uncharted. Und dass es das letzte Mal war. Es war das letzte Mal Uncharted, da komme ich nicht drauf klar. Ja, und jetzt, wo ich sie Let's Played habe, werde ich die Teile auch, glaube ich, ich werde sie immer wieder mal zocken. Das ist bei mir schon immer so. Ich zocke die meistens immer einmal im Jahr. Ich habe da einfach Bock drauf. Was ich auch nochmal sagen muss, aber es wird ja nicht das letzte Mal Uncharted sein, denn wie ich gehört habe, man weiß noch nicht, ob es Gerüchte sind, aber ich glaube, die sind schon ziemlich gefestigt. Naughty Dog arbeitet ja angeblich an einem Story-DLC,
der wird dann wahrscheinlich nicht sehr lange dauern. Wahrscheinlich wieder nur wie, zum Beispiel, es gab ja auch mal ein Story-DLC zu The Last of Us, Left Behind. Der ging auch nur so 3 Stunden und ich denke, der nächste Story-DLC zu Uncharted wird dann auch vielleicht nur so 3-4 Stunden gehen. Aber den werde ich auf jeden Fall auch nochmal zocken. Ich bin gespannt, worum es da geht. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht etwas ist mit Casey. Oder, was ich eher glaube, dass vielleicht Sam und Sully ein kleines Abenteuer erleben. Die haben ja von so einem Geschäft geredet. Das könnte sein, dass es darum vielleicht geht. Fände ich cool, fände ich sehr, sehr cool. Oder es geht um den Malaysia-Job, um den es ja schon die ganze Zeit ging. Hätte ich auch Bock drauf. Irgendwas in der Art. Auf jeden Fall wird es noch sehr cool. Und die wichtigste Ankündigung von allen, glaube ich, ist jetzt erstmal, wie geht es denn überhaupt weiter? Denn, ich muss sagen, mit Uncharted sind wir noch nicht ganz durch, denn ich habe kürzlich mal den Multiplayer von Uncharted 4 ausprobiert. Der ist ja in 60 Frames und so. Und ich muss sagen, ich war nie ein Fan von Uncharted Multiplayer, aber der ist der Wahnsinn. Der macht so Bock, das ist so ein schnelles Gameplay. Und deswegen habe ich mir gedacht, werde ich auf jeden Fall nochmal so ungefähr bis so an die 15 bis 16 Folgen den Multiplayer zocken und den auch aufnehmen. Allerdings wird das ein bisschen dauern, weil ich erstmal gucken muss jetzt, ich muss dringend daran arbeiten, wie ich das hinkriege, dass ihr auch die, meinen Kumpel endlich mal kennenlernt. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein paar Let's Play Together Sachen machen und noch Multiplayer-Projekte mit anderen Freunden und das wäre das erste Multiplayer-Projekt. Wird allerdings ein bisschen schwierig, weil ich noch nicht genau weiß, wie wir das jetzt genau hinkriegen. Oh Gott, ich gucke gerade auf die Uhr, es ist ja unglaublich spät. Ich glaube, das wird eine fast eine Stunde Folge. Das will ich jetzt auch nicht, dann bringe ich es mal ein bisschen kürzer auf den Punkt. Uncharted 4 Multiplayer, aber daneben wird noch was anderes laufen. Für die Leute, die nämlich keinen Bock mehr auf Uncharted haben, was ich vielleicht ein bisschen verstehen könnte, weil ja jetzt 4 Teile da waren und wir sonst auch nicht viel gespielt haben, außer Journey in War Thunder. Das nächste wird ein Indie-Game sein. Das ist ab 16 Jahren und von wem weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber es ist ein Horror-Game, also mal was ganz anderes. Und da habe ich sehr Bock drauf. Es ist sehr, ist schon ein bisschen älter. Ich glaube 2013 oder so kam das raus. Und zwar heißt es Daylight. Ich glaube, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört und das wird sehr cool. Das wird nämlich nebenbei auch laufen. Das heißt, ihr habt dann 2 Let's Plays, die ihr euch angucken könnt. Einmal den Uncharted 4 Multiplayer und Daylight. So, und danach kommen auch nochmal 3 weitere Indie-Games. Die werde ich aber noch nicht verraten. Und dann hoffe ich, ihr habt auch wieder Bock drauf, denn das ist dann mal was anderes. Mit Uncharted ist leider vorbei. Ich bin so traurig. Es ist vorbei. Es ist so vorbei, oh Mann. Ich komme noch nicht drauf klar, aber ich will jetzt auch nicht ewig reden hier. Ich muss nur sagen, ich hoffe inständig, ihr hattet unglaublich viel Spaß. Und ich hoffe, dass wenn wir vielleicht in der Zukunft vielleicht auch mal zu einer etwas größeren Community geworden sind, dass gerade diese 4 Let's Plays sich auch nochmal angeguckt werden, weil Uncharted ist einfach so, man kann das gar nicht erklären, das ist sonst zu einer richtigen Nostalgie bei mir geworden. Also Uncharted ist, es wird nie ein Let's Play geben, glaube ich, wo ich so viel Arbeit reinhauen werde wie in Uncharted, weil Uncharted einfach mein absolutes Lieblingsfranchise ist. Also nochmal, gut geschriebene Charaktere, gute Story, sehr gutes, nochmal neu aufpoliertes Gameplay. Die neuen Charaktere waren gut, die Grafik war absolut Bombe. Und ja, also wirklich, es war ein super Spiel. Die Credits werde ich natürlich nochmal ablaufen lassen, nicht so wie im dritten, das ist ja ein bisschen verpeilt geworden oder gewesen. Und deswegen werde ich die jetzt nochmal ablaufen lassen. Ich glaube, die werden eh nicht mehr lange gehen. Ich habe fast alles überlabert. So, und damit ich jetzt nicht mehr eine Stunde laber, nur nochmal ein unglaubliches Dankeschön an euch alle, dass ihr zugehört habt, dass ihr Kommentare geschrieben habt, meine Videos geliked habt, auch wenn es noch nicht viele waren, aber immerhin seid ihr da und das macht Spaß. So, und dann bin ich mal gespannt, wann es weitergehen wird. Für euch wird es erstmal eine ganze Weile Uncharted noch geben, also wenn ihr jetzt diese Folge seht, natürlich nicht, aber jetzt gerade, weil ich habe das Spiel jetzt durch, aber ich habe, glaube ich, noch 12 Folgen, die ich raushauen werde oder so, weil ich habe ja ein ganzes End vorgespielt jetzt, damit ich mal vorankomme und ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Ich bin aber auch traurig, das ist der letzte Teil. Einen hätte ich mir noch gewünscht auf der Next Gen. Irgendwie so noch den 5. Teil oder so. Wäre cool gewesen. Naja, auf jeden Fall vielen Dank nochmal an alles und auch nochmal an meine englischen Gäste. A special thanks for Gaming Guy HD and Mr. Sausi R. Ashka. I really thank you all for your support that you get me a little bit famer. I'm not a man of fame, but I like it that you look my videos and like them all and write so many good commentaries. Special thanks for you guys. You make a good job. I look your videos too, and I hope you support me in the future. And I hope you look my videos all the time.
I love you guys. Thanks for all what you done. Okay, und jetzt nochmal an die Deutschen. Vielen Dank für euch alle. Ich freue mich auf das nächste Let's Play, wenn es heißt Let's Play Daylight. Und wie gesagt, ich habe es ja gesagt, ich werde in jedem Spiel meine Stimme umändern. Das wird dann natürlich ein Horror-Game. Also dann, ciao für alle, damit es nicht eine Stunde dauert. Es hat mir gefallen. Vielen Dank für alles und ciao.